Hallo Wild, ja, da sind wir wieder hier in Nordhagen Beach. Und wir wollen noch ein paar Betten aufbauen für unsere Siedler. Und vielleicht gibt es etwas Wasser für uns hier drin? Ein bisschen, ja. Das nehmen wir gerne schon mal raus, auch die Kürbisse und den Mais. Oh, und die Kronkorken natürlich. Nicht zu vergessen, auch die Kronkorken. Ja, das Wasser, ja, wir sammeln das ja immer ganz gerne hier im Wäschekorb. Und damit das schnell geht, ja, wir gehen sowieso rüber für den Mais und die Kürbisse. Aber damit es, ja, damit wir hier auch ein bisschen mehr drin haben. Der kriegt den Hals nämlich nie voll. Packen wir das da erstmal in den Wäschekorb. Und zum Handeln, ja, die Kürbisse können wir, glaube ich, verkaufen. Da packen wir dann hier also die Kürbisse und so weiter rein. Man sieht, hier haben wir ein bisschen aufbereitetes Wasser schon für den Handel. Aber in nächster Zeit werden wir wahrscheinlich erstmal nicht ganz so viel handeln. Das waren die Kürbisse und Mais hatten wir auch noch gesammelt. Okay. Und jetzt geht es in erster Linie doch erstmal darum, dass wir für unsere Siedler hier die Betten einbauen. Das heißt, da unten passen schon ein paar rein. Wir wollen aber hier vorne auch noch ein bisschen was bauen an diesem Gebäude dort. Ich muss mal wieder nach Diamond City, die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Genau, nach Diamond City wollen wir dann nämlich auch irgendwann mal wieder. Hier glaube ich, das lassen wir so. Eine Tür fehlt hier noch drin und ja, dann bleibt es so stehen. Aber hier drüben, hier können wir, glaube ich, einen industriellen Wasseraufbereiter wegnehmen. Die hatten wir ja damals gestellt. Dank des Betonpfeiler-Glitches können wir die ja auch stellen. Das ist ziemlich gut. Können wir die hier auch auf Sand hinstellen, warum auch nicht. Aber den können wir jetzt direkt einmal verwerten. Wir bekommen 2 Gummikupfer, Stahl und Schrott. Stoff bekommen wir auch daraus, okay. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier das ganze Gebäude vergrößern können schon. Aber auch nur etwas sehe ich gerade. So weit können wir hier gar nicht mehr rausbauen. In diese Richtung hier, da geht durchaus noch was. Also hier haben wir ja so einen schönen freien und vor allem ebenen Platz noch. Das bedeutet vielleicht, ja, wenn wir ein oder zwei, ja, mal sehen, wie weit wir kommen, ein oder zwei Teile nach links, von hier aus gesehen links bauen, dann könnte das vielleicht sogar schon reichen. Wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht hier sogar schon diese Hüttenfundamente hier anbringen können. Jo, können wir sogar. Aber 2 werden dort nicht hinpassen. Na gut, 1 soll auch reichen. Und die Flamingos sind im Weg. Aber egal. Wir bauen uns hier so eine Art Tunnel oder so etwas hin. Und hier vorne sollte ein bisschen mehr... Oh, schade, passt nicht. Ich dachte, hier bauen wir so ein bisschen mehr hin. Einen größeren Platz hier irgendwie. Ja, ansonsten müsste das so bleiben. Die Betten sind etwas größer als die Schlafsäcke, die wir zuvor dort weggenommen haben. In einer der letzten Folgen nämlich... Lagen hier noch Schlafsäcke rum und die nehmen nicht ganz so viel Platz weg. Ja, schade eigentlich, dass das jetzt hier nicht mehr hinpasst. Vielleicht können wir nach oben ein wenig bauen. Ja, das ginge doch auch. Ja, nicht ganz unser Plan, aber das passt wenigstens. Wie sieht es hiermit aus? Ja, das bekommen wir eher nicht dorthin gesetzt. Und diesen Boden auch nicht. Das Hüttenfundament aber immerhin, also hier das Hüttentreppenhaus meine ich, das passt immerhin dorthin. Aber so doch nicht. So, jawohl. Hm, bringt jetzt nicht so viel. Das wird ein bisschen knapp. Gucken wir doch gleich mal, ob wir da oben etwas dran gebaut bekommen. Wir brauchen die Wände und dann hier so ein Hüttendach. Mit Wand. Was? Das passt gar nicht. Natürlich. Natürlich passt das nicht. Nö, dann machen wir das anders.
Und ich überlege, dass wir das vielleicht hier dann doch, die zweite Etage machen wir dann doch wieder hier mit den Lagerhausstrukturen. So nämlich. Ja, die sind ein bisschen eng beieinander dann, die beiden Häuser hier. Aber so sollten wir das dann eigentlich hinbekommen. Die untere Etage überhaupt fertig bekommen. Und für die untere brauchen wir noch die Vanilla-Strukturen, also die Sachen, die standardmäßig bei Fallout 4 mit dabei gewesen sind. Das wären diese hier also. Auch da haben wir so eine Art Wellblech, was ich ganz gut finde. Hier drunter bauen. Warum nicht? Ja. Da kommt schon ein fleißiger Versorger. Und hier... Ja, hier ist jetzt leider Gemüse im Weg. Da so ein bisschen Unkraut. Aber ich glaube, das geht. Das ist einfach nachgewachsen. Das war vorher vielleicht noch nicht da, als das Haus gebaut wurde. Und dann ist da so ein Gebüsch. Irgendwann mal. Ja, auch das geht. An der Stelle brauchen wir nicht unbedingt ein Fenster zum Rausgucken auf die industriellen Wasseraufbereiter. Ein Fenster hätten wir vielleicht hier ganz gerne. So. Naja, Fenster, so ein Guckloch eben. Haben wir denn... Wir haben diese Fenster hier auch noch nicht verwendet, also... Wenn es klappt, hätte ich die hier irgendwo ganz gerne stehen, so. Und da müssen wir wahrscheinlich erstmal das Dach irgendwie reinbringen, bevor wir die jetzt setzen können. Die wissen nämlich gar nicht so genau, wo sie jetzt andocken sollen hier unten. Hier würde es ja schon gehen. Aber diese hier, die sehen auch ganz gut aus, so ein bisschen schräg. Die vermitteln so das Gefühl, dass sie etwas mehr Halt bieten. Ja, hier hätten wir nochmal eine Tür. Die hätte ich ganz gerne hier eigentlich. Da passt aber gerade nichts, weil wir hier oben wahrscheinlich die anderen Strukturen genommen haben. Oder weil das hier schon drin ist. Nein, die passt auch so irgendwie nicht. Ja, auch nicht. Und das hier bekommen wir eben nicht dicht, weil wir oben noch kein Dach drauf haben. Ja gut, was gepasst hat, das war doch hier das Teil. Das sah sogar ganz gut aus mit den Brettern. Hier nochmal ein. Schwupp. Ja, und wie gesagt, hier müssen wir dann doch ein bisschen fixen. Das wäre ganz nett hier. Lässt sich jetzt aber auch nicht so anbringen. Ja, wie gesagt, da setzen wir erstmal oben das Dach ein und wahrscheinlich müssen wir das Kabel hier dann wegnehmen, weil das Kabel sonst durchs Dach geht. Oh, das können wir nachher aber dann sowieso etwas schöner bauen und durch das Haus gehen lassen eventuell oder um das Haus herum. So haben wir beim Bauen jetzt auch etwas mehr Ruhe hier. Ja, hoffentlich bekommen wir hier überhaupt noch eine Wand draufgesetzt. Aber ich habe mir hier schon etwas anderes überlegt, wie wir das hier machen, damit das nicht allzu groß aussieht. Neben dem... Was ist das hier eigentlich? Ach so, das war schon vorher da. Hier neben dem Generatorhäuschen, das wir da gebaut haben. Das gucken wir uns gleich sofort an. Aber erstmal setzen wir hier doch die Bodenplatte wieder ein. Und zwar aus den Lagerhausstrukturen aus dem Contraptions Workshop. Rein damit...
Ja, und dann brauchen wir hier aber wenigstens noch eine. Ja, eins müssen wir noch dran machen, sonst passt das nicht, da wir keine halben Wände haben. Dann müsste das jetzt einmal so rein. Und dann hier natürlich die Ecken auch. Aber so sollten wir das jetzt hinbekommen, dass hier auch die anderen Sachen wieder reinpassen. Die Wände dran passen, meine ich. Und das haben wir dort mit. Und das sieht so eigentlich auch ganz gut aus. Ja, ich gucke hier so auf die Maserung. Auf dem Boden achte ich so ein bisschen. Aber ich denke, so können wir das lassen, ja. Dann hoffen wir jetzt doch mal, dass wir hier mit den Lagerhausstrukturen... Moment, ich wollte das hier ja eigentlich ein bisschen anders bauen. Ganz genau so hätte ich das nämlich gebaut. Ja. Das scheint ja dann nicht so zu klappen, wie ich mir das wünsche hier. Okay, dann nehmen wir das hier raus. Und setzen hier also zweimal so etwas ein. Dann kommt das gleich auch mit der Maserung ein bisschen besser hier an der Stelle. Jetzt müsste aber eigentlich doch hier die Wand ordentlich drauf passen. Nein, das macht sie nicht. Warum nur nicht? Auch hier. Ach, das haben wir aber doch schon... Haben wir das nicht? Ich dachte, wir hätten das schon öfter gemacht, so, dass das klappt. Ja, sonst müssen wir eben ein bisschen größer bauen hier oben. Wäre auch nicht schlecht. Wenigstens nach rechts raus jetzt, von hier aus gesehen rechts. Dann könnten wir oben ein paar mehr Betten bauen. Aber wie wirkt das denn überhaupt von unten? Wenn wir jetzt von hier gucken... Ich weiß nicht, also so ist das schon okay. Wenn wir jetzt hier nochmal ein Brett unten dran bauen, wenn es jetzt noch weiter rausgeht... so etwas groß und alles wirkt hier so ein bisschen gedrückt, gequetscht. Also ich finde, so sollte das bleiben. Da alles, da müssen wir ein bisschen experimentieren, damit wir das da reinbekommen. So ein kleines Puzzlespielchen hier. Aber normal meine ich, wir müssten das jetzt hier so hinbekommen. Vielleicht packen wir hier den Boden oben. Nee, den, das würde auch nicht gehen. Vielleicht klappt das aber, fällt mir gerade ein, die sind auch manchmal ganz gut zu setzen mit diesen Eckteilen hier. Nö, die wollen auch nicht hier drauf. Ja, so. Aber da hätten wir ja wieder das Problem, dass wir da eine halbe Wand bräuchten irgendwo. Hier geht es... leider auch so nicht da drauf. Was haben wir denn hier noch? Das wäre es eigentlich hier schon mit den Fertigbauteilen. Ja, da müssen wir weiter rum experimentieren, bis wir das hier oben drauf gesetzt bekommen. Hilft ja alles nichts. Moment. Dahin, das soll... Ah, okay. Dann setzen wir doch hier mal einen anderen Boden ein. Die Böden lassen sich ja ganz genau so nämlich hier setzen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt hier anbringen, dann kriegen wir auch eins daneben und dann bekommen wir auch... Das ist aber immer noch nicht richtig, oder? Nein, das ist immer noch falsch. So hatten wir das ja nicht gedacht. Oder etwa doch? Nein, nein, das wäre ja das Gequetschte. Da sagte ich ja schon, das sieht sehr viel größer aus, als wir das gerne hätten. Okay, kein Problem. Wir haben ja noch eine Möglichkeit. Wir nehmen diese Teile hier mal raus. Wir packen hier also jetzt an dieser Stelle. Hier kommt nochmal so ein halbes rein. Und dann jetzt aber hier so ein ganzer Boden. Zack. Und dann sollten wir es aber geschafft haben. So ein ganzer halber Boden, sowas hier. So, jetzt müsste es aber klappen und siehe da, es klappt sogar. Ja, ganz genau so hatte ich mir das vorgestellt und wenn wir das jetzt einmal ringsrum so hinbekämen, dann wäre ich auch schon glücklich. Das heißt, hier können wir vielleicht ein Fenster einsetzen, so, und in diese Richtung auch. Dann kann man so ein bisschen hier ins Dorf reingucken. Ja, es wird so langsam ein Dorf.
Und hier oben dachte ich mir, genau, setzen wir einfach so ein Dach drauf. Da haben wir sogar noch zwei eingelagert. Ja gut, die können jetzt, die sind in Ordnung. Die müssen jetzt nicht so kaputt sein, die Dächer. Hier an dieser Stelle sollte dann also wieder eine ganze Platte rein. Und dann gucken wir auch mal, dass wir diese Seite hier fertig bekommen. Also, dass wir hier jetzt ja, irgendetwas machen, damit wir da die Wände noch, die fehlenden Wände noch einsetzen können. Hier vielleicht eine Tür, wäre mir echt lieber an dieser Stelle. Aber da eine ganz normale Wand, das reicht schon vollkommen. Also, Dach drauf, Deckel drauf. Und dann nehmen wir erstmal den Vanilladeckel hier. Ja, das ist immer so das Abenteuerliche und das Interessante, aber auch so hier mit den Vanilla-Teilen, das zu kombinieren mit den neueren Teilen, die dann aus den DLCs kamen. Das ist manchmal doch etwas knifflig. Wir haben hier doch mit Sicherheit einen Boden oben, den wir hier einsetzen können. Hütte Obergeschoss. Ja, wollen wir das denn? Ja, ich finde schon. Da können wir hier oben so eine kleine Terrasse bauen. Bin ich doch dafür. So, da kann man sich dann auch noch so ein bisschen ausruhen, sonnen oder so. Und ja, hier sollte dann also die Tür hin. Zur Terrasse. Wenn wir hier oben eine Terrasse haben wollen. Also doch nochmal hier zu den Lagerhausstrukturen und dann bauen wir da eben erstmal die Sachen rein, die wir dafür nötig halten. Ja, auch hier glaube ich können wir reinbauen, so damit man einen Blick auf die Straße hat. Hier auf dieser Seite muss das vielleicht nicht unbedingt sein, obwohl ich meine Richtung, ja komm, Richtung Siedlung kann ruhig ein Fenster sein, so. Und ja, hier vorne eben dann jetzt irgendwie die Tür reinwursteln. Das heißt, ich hätte die Tür ganz gerne auf dieser Seite hier und hier eine normale Wand. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Da hier ja so Kabel rumflattern. Eine normale Wand, da haben wir sie. Und eine Tür auf der anderen Seite. Ruhig so ein bisschen kaputt hier. Das Dach ist ja schon heile. So, prima. Ja, und dann ist nur noch die Frage, wie kriegen wir das jetzt hier schön zu, damit wir unten auch endlich die Wände setzen können. Eine Überlegung wäre es, so kriegen wir mit Sicherheit Wände gesetzt, wenn wir jetzt diese hier rausnehmen könnten und dafür nochmal so einen Boden oben einsetzen könnten. Dann glaube ich, hätten wir fast schon gewonnen mit der ganzen Geschichte hier. Ja, aber ja doch, das geht, glaube ich. So, jetzt sollten wir die Wände auch ordentlich setzen können. Hier oben ist genug Platz, um hier rumzugehen. Und ja, hier so in der Ecke, da kommt, können wir gleich machen. Da kommt dann sowas hier hin. Schwupp. Dann können wir das wahrscheinlich mit Geländern auch alles schön noch absichern nachher. In einer der nächsten Folgen. Aber erstmal das Erste. Hier hätte ich ja ganz gerne eine Tür drin gehabt. Auch da versuchen wir jetzt nochmal diese Vanillatür hier einzusetzen. Ja, das will nicht so richtig. Auf der Seite. Ort und hier nicht, weil entweder die Flamingos hier im Weg sind, wir stellen ihn einfach mal so ein bisschen nach hinten, oder weil, ja doch, der Flamingo war es, okay. Ja, dann können wir das hier auf dieser Seite auch zumachen. Moment, was haben wir hier alles? Wellblech haben wir hier noch nicht drin, deswegen kommt Wellblech rein und ich finde so weit so gut. Wir sind mit der ersten Etage dieses Haufens. Hab ich jetzt. Ich wäre hier fast vom Hocker gefallen. So, ich denke, wir sind soweit fertig mit der unteren Etage des Hauses. Gefällt mir oben. Wie gesagt, kommt vielleicht so eine kleine Terrasse drauf. Wir sind auch am Ende der Folge. Ich bedanke mich. Guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, für euer Zusehen bedanke ich mich, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.